Hallo ihr Lieben, ich bin gerade am Rhein, unweit von Karlsruhe und es ist wunderschön hier. Da geht's Richtung Norden. Richtung Düsseldorf quasi. ja, da ist mein Fahrrad. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad hier. Und ich mache jetzt ein Video, weil ich euch zeigen wollte, was ich entdeckt habe. Und zwar hier am Rhein habe ich ein Wäldchen entdeckt. Das ist eine Welt für sich. Wenn man da jetzt reingeht, also wenn ich da jetzt reingehe, dann sehe ich da lauter Bärlauch. Das blüht schon sogar. Das ist ein richtiger verwunschener Bärlauchwald. Direkt am Rhein. Ja, wunderschön. Hier ist sogar eine Grundwasserpegelmessstelle. Das heißt, hier an der Stelle wird aufgemacht und gemessen, wie tief das Grundwasser ist. Und man darf es natürlich nicht verschmutzen. Auf jeden Fall den Deckel nicht aufmachen. Ja. Wie es aussieht, gibt es öfter solche Stellen hier in der Nähe. Das ist ein richtiger Bärlauchwald. Unglaublich. Einfach wunderschön. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gepflückt für mich. Dann nehme ich das mit und dann mache ich vielleicht so Bärlauchpesto. Ja, herrlich. Ja, Leute, dann werde ich jetzt mal ausschalten und fahre jetzt noch ein Stückchen Richtung Norden und dann über den Hartwald fahre ich wieder zurück nach Karlsruhe. Tschüss! Das ist der zweite Standort des abgelegen zwischen Ölhafen
und Karlsruhe, würde ich mal sagen. Ich werde euch natürlich die Koordinaten verlinken. Überall Bärlauch, wo man nur nicht hinsieht. GPS-Signal verloren. Lecker, lecker. Ja, und auf der anderen Seite gibt es ebenfalls Bärlauch. GPS-Signal verloren. Ja, ja. Hier ist es. Hier ist es genauso dicht. Schön. Und kein Mensch ist hier. Weit und breit, niemand da. Scheint eine ziemlich ruhige Stelle zu sein hier. Und tschüss. Hallo nochmal. Ich wollte jetzt auch nochmal die Stelle zeigen, wo dieser ganze Bärlauch wächst. Und zwar ist es da ganz vorne im Wald. Dieses Waldstück hier, das ist der sogenannte Rheinpark. Das ist das letzte Stück Bärlauchgebiet. Jetzt gibt es hier eine offene Stelle im Rheinpark.
wunderschön. Und niemand da. Da geht es wieder raus Richtung Karlsruhe. Und die andere Richtung, da geht es Richtung Ölhafen und Rhein. Am Rhein entlang kann man da quasi auf der rechten Seite Richtung Norden fahren. Tschüss!